Hallo, hier ist wieder Xin Squad mit Mega Maker und die Musik ist gerade perfekt ausgelaufen. Sehr schön. Ja, auch heute mal wieder mit Kollegen-Level und. Da haben wir wieder drei vorrätig. Diesmal die ersten beiden wieder von einer Person. Schauen wir mal. Das erste ist Stone Fortress. Genau, von Schmacki. Das wollen wir spielen. Da bin ich ja mal gespannt, was der gute Schmacki da gebaut hat. Auf jeden Fall werden wir dann heute mal ein bisschen mehr Boss-Varianz sehen. Werden auf jeden Fall schon mal gut mit Gegnern eingedeckt hier. Mal kurz gucken. Was haben wir denn hier? Flash, Cutter, Star Crash. Okay. Das war unbedacht. Naja. Au. So, die schießen ja immer über uns drüber, das wissen wir ja. Genau so wollen wir das. Ja. Die Gemini-Man-Blöcke passen da jetzt stilistisch in meinen Augen nicht so ganz rein. Nee. Nee. Warum auch immer der Block da oben ist? Kann höchstens mal so. Nee. Da habe ich ja mittlerweile die Zusatzfunktion herausbekommen, dass man damit höher springen kann, beziehungsweise dann quasi Weltraumphysik hat. Oh Gott, das riecht nach Stachelfall. Ja, das roch gewaltig nach Stachelfall. So. Ja. Ich bin mir bei diesen Gegnern immer unsicher. So eine lange Strecke, kurz bevor man gegen sie kämpfen muss, geht, wenn man sie dann noch erledigen kann, weil die halten so viel aus. Aber mit solchen Abgründen finde ich mir ein bisschen schwierig, offen gestanden. Ich muss gerade mal überlegen, von wem war das hier gerade nochmal die Musik? Das war Waveman, oder? Okay, wir werden aufgefüllt, das macht mir Angst. Aha. Alles klar, dann muss man schneller reagieren. Immer so eine lange Strecke vor denen hat, geht's. Aber. Ja, man muss so viel Schaden reindrücken, um die erledigen zu können. Da finde ich, müsste man, wenn man sie schon einbaut, mehr Platz lassen. Ja, okay. Hin und her gehen kann man natürlich auch noch. Das habe ich jetzt an der Stelle ein wenig vergessen. So. Wieder der Sprung. Wo ich die Decke eh nicht stört. Lass mich die ganze Zeit ins Boxhorn jagen. So. Dann werden wir wieder hier. So. Okay.
Da weiß ich nicht, ob die eine Plattform, dass sie da so zur Decke hingeht, ob das überhaupt gewollt ist. Es wirkt irgendwie nicht so gewollt, weil. Ja, weil die anderen Plattformen das halt nicht machen. Ich weiß nicht, ob das dann so eine Einzelfalle sein soll oder was sonst. Es wirkt auf jeden Fall ein bisschen komisch. Okay. Wir werden komplett aufgefüllt. Ah. Okay. Naja, gut, dann war die eine Plattform wohl doch kein Einzelfall. Aber ausgehend von der bisherigen Gestaltung würde ich stark vermuten, dass wir nach dieser vertikalen Passage dann so langsam einen Mittelpunkt bekommen. Also den nächsten meine ich. Weil doch wieder ein gewisses Stück Level geschafft wurde. Wobei ich sagen muss, der Raum hier, der wirkt irgendwie so, als wäre hier ein Mittelpunkt geplant gewesen und als hätte man ihn aber dann doch nicht eingebaut. Auch wirken die Plattformen von den Texturen her gerade ein wenig, ich weiß nicht. Der Zwischenraum wirkte von den Texturen her irgendwie. Naja, gut, vielleicht soll's bewusst kaputt aussehen. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß nicht, wie ich bei diesen Gegnern durchkommen soll, ohne Schaden zu fressen. Bei ihm hier würde ich es gerade noch so hinkriegen, wenn ich hin und her laufe, aber der zweite? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie ich ohne Schaden durchkommen soll. Und ja, bei dem Raum hier, wie gesagt, finde ich die. Verstehe ich die Optik nicht so ganz. Warum hier Stahlträger mit Burg, mit Steinen kombiniert werden. Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Auch bei dem Raum hier muss ich sagen, finde ich es stilistisch ein bisschen fragwürdig, dass man hier so einen direkten Umbruch hat von Dschungel hin zu Wolkenoptik. Ja, da wir aber keinen. Ne, wir haben ne Star Crash. Und ja. Das hier ist jetzt in meinem. Ja. Ne, das läuft nach meiner Definition unter Gegner-Spam. Das ist so nicht in Ordnung. Das sind definitiv zu viele Gegner auf einem Fleck und vor allem Gegner, zu viele Gegner von der Sorte. Das sind definitiv zu viele Gegner von derselben Sorte. Und das mit den Plattformen hier, ja, das ist immer. Ist immer so eine Sache. Weil die bei solchen Distanzen halt schnell mal asynchron werden können. Von daher.
Der Bossraum für Stoneman. Muss ich gerade noch erstmal schauen. Stoneman hat halt die Problematik, dass man seinen Sprüngen ordentlich ausweichen können muss. Das Problem dabei ist halt, man hat da halt leider zwei so. Dadurch, dass die Arena so beschaffen ist, hat man quasi zwei gegeneinander lau. Also, man selber muss quasi nach oben, während er von oben runterkommt. Bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so komplett durchdacht war. Der Block da oben sieht so ein bisschen aus, als wäre das so wieder so ein sicherer Punkt. Bin ganz ehrlich, da waren mir jetzt ein paar zu viele Punkte drin. Ich werde keine Negativbewertung vergeben, aber ich werde weder noch verteilen. Es ist nicht schlecht in dem Sinne, aber da waren mir jetzt einfach zu viele Punkte, die ich zu kritisieren hatte, als dass ich da jetzt wirklich eine positive Bewertung abgeben könnte. Das nächste Level ist auch von ihm. Topmans. Ach so, Revenge heißt. Okay. Dann habe ich dann den. Entweder habe ich den Fehler abgeschrieben oder war von vornherein schon falsch. Auf jeden Fall verstehe ich gerade nicht, warum der zweimal. Das Level da ist 19.07. Moment, 21.16. Okay, dann ist die untere Variante die aktuellere. Alles klar. Dann Topmans Revenge. Topmans Rache. Ach ja, und wegen dem Kampf gegen Stoneman gerade, wenn da eine Idee dahinter steckte, die ich gerade einfach noch nicht verstanden habe, dann möge man mir das gerne mitteilen. Kann ja sein, dass ich da einfach verkannt habe, wie es gedacht war. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein Eislevel vor uns. Okay. Den kann man noch treffen, das ist gut. Okay. Das war mein Fehler. Ah, da hätte ich anders reagieren können. Okay, irgendwie fühlte sich der eine Sprung gerade komisch an. So, okay. Okay, ganz ehrlich, dann beachte ich die Bomben gar nicht erst. Wollte gerade sagen, hilf mir mal rüber, bitte. Energietank braucht keiner. Und wenn es einen Grund gibt, später zu sagen, ja, dann beschwer dich. Nicht, dann beschwere ich mich erst recht. Denn wenn ein Energietank mehr ist als nur ein Hilfsmittel, dann wurde ganz klar was falsch gemacht. So, okay, da geht's nicht weiter.
Jupp. Sind aber alles meine Fehler. Wenn mich solche Gegner in den Abgrund stoßen können, dann hab ich das. Genau, so mal muss man das machen. Ich finde es irgendwie immer wieder seltsam, dass diese Kristall-Sniper-Joes so wenig aushalten. Okay. Ja, das ist nett zum Beispiel. So eine kleine Auflademöglichkeit bei einem Mittelpunkt, das finde ich gut. Bei den Gegnern bin ich mir jetzt gerade unsicher, ob das ohne Schaden machbar ist. Das will ich mal kurz austesten. Moment. Stehe ich hier sicher? Okay, stehe ich diesbezüglich sicher. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle... Okay. Alles klar. Moment, Moment, Moment. So, ich stelle mich hier hin. Nee, aber das geht. Passt schon. Das wollte ich nur überprüft haben. Okay, die Gegner wieder. Die jetzt hoffentlich nicht nochmal in... Nee, wir sind durch. Okay, hallo Topman. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Topman im Mega Maker schneller ist als der Originale. Okay, ich hatte vorher schon Panik wegen dem Gegner da oben, aber der macht ja gar nichts. Nee, aber so insgesamt das Level wirkt auf jeden Fall schon mal wesentlich besser als das andere. Ja, ich würde sagen, bei dem Level kann man eine positive Bewertung vergeben. So, und jetzt sind wir mit der Folge aber noch nicht am Ende. Und das ist auch gut so. Denn Steel Spikes hat eine neue Version bekommen. Wenn ich mich nicht vertippen würde. Es ist zwar eigentlich gesagt worden, dass Steel Spikes. Okay. Wo sind die Level hin? Okay, dann halt nichts. Dann. Oh Gott, dann müssen wir jetzt anfangen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Starhopper. CJ Ever Happy Gel. Okay. Wie auch immer. Starhopper. Dann spielen wir mal. Unbekannte Nutzerlevel. Oh Gott. Ich hab mich da vorher schon gefochten. Aber ja, irgendwann muss man halt anfangen, ne? Irgendwann muss man halt anfangen. Starhopper. Ja, das dachte ich mir. Ein Level um die Mechanik des Starshields herum. Mhm. Ja, bin ich mal gespannt. Was ist hier rausgemacht worden? Okay. Ich sehe den Stachel da oben schon. Das war knapp.
nervst mich nicht. Okay. Primär Sprungpassagen, aber... Musik, das ist Centaurman, oder? Auch hier, was man zum Beispiel schon mal positiv bewerten kann, das hier ist, das ist ein konsistenter Hintergrundübergang. Der ist richtig gut gemacht. Hopp. Außer natürlich, ja, gut, das kann natürlich auch sein. Dann müssen wir halt einfach erstmal hier durch. Wo kommen wir denn hier mit hin? Ja. Okay. Ja, das hat so ein bisschen was Weltraumartiges mit den fliegenden Brocken hier. Das mag ich. Das gefällt mir. So weg. Und hoffen, dass wir jetzt hier mit rüberkommen. Nee. Ach so. Ah, wenn ich es direkt nochmal aktiviere, dann verliere ich den Schwung nicht. Alles klar. Jetzt haben wir Zellis. Okay. Direkt einfach im Sprung nochmal aktivieren. Das ist interessant. Aber ja, ich habe schon damit gerechnet, dass der Einsatz solcher Waffen als Hauptwaffen, dass das ziemlich interessante Levelkonzepte ergeben könnte. So, der Tod macht nichts, denn wir haben ja hier einen gut gesetzten Mittelpunkt. Da will ich zumindest den ersten davon weghaben. Alles klar. Mhm. Mehr Sprungpassagen. Da muss ich nach der Folge mal nach. Fragen, was denn mit Steve Spikes Version 4 passiert ist. Das war ein zu hoher Sprung. Okay, muss ich mir merken, dass ich da relativ nah an den Abgrund hingehen kann. Ja, wenn ich dann wieder zu hoch springe, hilft mir das halt auch nicht. Also war auch nicht, warum ich den niedrigen Sprung dann hier einfach nicht... Okay, ja, und der war zu niedrig. Müssen wir uns halt ein bisschen durchwechseln, ist ja in Ordnung. So. Haben wir das auch mal wieder geschafft. Okay, da drüben sehe ich schon einen Gegenstand, den ich mir definitiv nicht holen werde. So, ja, da dachte ich mir schon, dass ich so agieren muss. Ah ja, okay. Von wegen Gegenstand. Okay, wie sollte ich denn da auch vorbeikommen? Und
Offensichtlich habe ich irgendwo einen Geheimgang übersehen. Okay. Und mit Mega Man 2 Bossmusik, um es mal erwähnt zu haben. Ja, das mit der Star Crash Mechanik macht er den Bosskampf vielleicht ein bisschen leichter als ursprünglich gedacht. Ich weiß ja nicht. Weg mit dir. Jetzt würde es mich auch schon interessieren, wo da der zweite Durchgang war. Wo war da der andere Gang? Von daher werden wir da nochmal kurz reingehen. Irgendwo habe ich da was übersehen. Auf jeden Fall ein Level, das eine positive Bewertung bekommt. Das war eine sehr schöne Umsetzung der Star Crash Mechanik. So, und jetzt will ich noch schauen, wo der andere Weg ist. Irgendwas habe ich übersehen. Bis auf den späteren Teil war es ja jetzt auch nicht so dramatisch. Will ich nochmal aufpassen. Ob ich irgendwo eine Leiter übersehen habe oder sowas? Jedenfalls nicht, nein. Ja, sollte jetzt nicht unbedingt unachtsamer spielen. So. Ab. Und hepp. Na komm. Auch interessant, dass. Ja, das Ganze soll tatsächlich wie so eine Art Weltraumstation wirken. Das haut aber gut hin, muss ich sagen. Das passt eigentlich mit dem Hintergrund von Bombmans Level recht gut zusammen. Wobei, ja gut, dann sind die Wolken hier vielleicht ein bisschen. So. Habe ich vielleicht in dem Geheimgang da drüben irgendwas vergessen? Kann natürlich sein. Vielleicht irgendwo eine Leiter war, die ich nicht gesehen habe. Ach, da geht's noch weiter. Aha. Alles klar. So, was haben wir hier drüben? Nichts weiter? Plattform hier oben auch nicht? Ach, jetzt kapiere ich, was das für Blöcke sind. Das ist ein Fehler, der mir auch beim Levelbauen immer wieder unterläuft. Man drückt oben auf das Kreuz und macht gleichzeitig eine Plattform. Ja, das kenne ich. Okay, mit Star Crash vernichtet man diese Teile automatisch, das ist auch interessant. Eine Sache, die ich mich allerdings frage, wie ist das hier zustande gekommen? Achso, ja klar, wegen dem Bildschirmrand. Ja, alles so Probleme, die ich mittlerweile auch schon mitbekommen habe. So, hier müssen wir ja so durchgehen. Was mich interessieren würde, war das im Originalspiel auch schon so, dass Star Crash diese Teile automatisch alle so aufgelöst hat? Und ja, das war ziemlich dumm von mir. Puh, aber bis dahin gab es keinen Mittelpunkt. Ja gut, aber da wir da noch so eine große Levelmenge zu spielen haben, spielen wir das natürlich noch fertig hier.
Wie viele Level haben wir dann gemacht in der Folge? Oh, wieder 3. Ja, gut. 4 Level pro Folge kriegen wir halt auch nicht immer hin. Ich habe mir die Begrenzung ja gesetzt für die Folgenlänge und nicht für dafür, wie viele Level ich pro Durchlauf machen möchte. So. Und diesmal werde ich schlauer sein und diesen Mittelpunkt hier auch wahrnehmen. So. Das war natürlich schon mal auch ein weiterer Fehler, dass ich den nicht mitgenommen habe. Habe ich nie mitgedacht. Aber jetzt haben wir ihn. Wahrscheinlich schaffen wir es aber genau deswegen jetzt. So. Aber ich gehe mal davon aus, dass das hier durchaus eine geheime Passage ist, weil es keinerlei Hinweise darauf gibt, wo wir das finden. Was ich halt auch sagen muss, hier sind die Gemini-Man-Blöcke gut. Der obere Block, der halt wieder aussieht wie so eine Zelle, ist jetzt nicht unbedingt passend, aber ich sag mal, die restlichen kann man halt, da der sonstige Kontext des Ganzen hier Gestein ist, kann man das Ganze halt noch als entsprechende, ja, Mineralien durchgehen lassen. Deswegen ich zum Beispiel dann in dem Kontext es in Ordnung finde, wenn man da die Gemini-Blöcke hernimmt. Weil es halt so ein spezieller Kontext ist. So, damit sind ein Sprung verbockt. Falls ihr meint, das ist asynchron, nö, ich reagiere generell gerne mal verspätet auf Dinge. Das ist bei mir nichts Besonderes. Tja. Und gut, wodurch der Bosskampf dann einfacher wird, ist es auch relativ offensichtlich. Dann haben wir da oben die Plattform und fallen nicht die ganze Zeit wieder runter und können dann halt einfach die ganze Zeit wieder ballern, weil wir ja eh alles kaputt machen. Ja, ganz so einfach geht's nicht. Ich dachte mir gerade, ich könnte ja alle aufbrechen und dann... und sie dann mit der Bildschirmverschiebung verschwinden lassen. Aber nein, das funktioniert nicht. So. So, weiterer Mittelpunkt. Das dachte ich mir. Auch ein interessantes Versteck. Vor allem, es funktioniert halt auch gut, muss man sagen. Das funktioniert einfach. So, ich schätze mal, jetzt wären wir dann oben wieder bei dem anderen Gang rausgeschmissen. Oder? Yep. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder lauter Tellys, die uns das Schild kaputt machen sollen. So. Knapp, aber geschafft. So. Bosszeit, nehme ich an. Yep. Wir sind beim Boss. Dessen Schwäche wahrscheinlich der Megabuster sein wird. Ja, das dachte ich mir. Ja. Gut, das war dann Starhopper. Beide Gänge gezeigt. Ein wunderbares Level. Vielen Dank an den Macher oder die Macherin. Da habe ich ja schon eine positive Bewertung vergeben, von daher. Alles klar. Gut, dann
war das tatsächlich ein sehr positiver erster Eindruck von den Leveln unbekannter Nutzer. Und mal sehen, ob wir da zukünftig genauso glücklich davon kommen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal nachfragen, was mit Steel Spikes V4 passiert ist. Und ja, dann würde ich an der Stelle sagen, 77 für Next Meter bei Mega Maker. Ich bin Xy. Bis dann, Leute. Ciao.